Virginia Pool. 2.0, 30. August, schreibt es euch in den Terminkalender, ihr Lelex. Der ist zu intelligent. Jetzt. Oh Gott. Ah! Bestesmerch.de. Lass mir nicht die Show stehen, ich kann nicht K.O. gehen. Mein Style ist dein Style, aber hochzehn. Ja, sag mal Hallo zu dem neuen Freund hier. Go dummy, go beast, oh no, I go beast. Ein Rasenroboter. Ich kenne diese Teile nur aus Science-Fiction-Filmen. Und da töten die eher Menschen. Geh da mal drunter gucken. Und was hast du gesehen? Nix. Wie bei dir. Und wir sehen hier auch, das Mähwerk ist nach drei Seiten abgekapselt. Vorne kommt nur Gras durch, das heißt komplett igelschützend, kinderschützend. Außer wir werfen die Igel halt von vorne aggressiv da rein, ne? Ach jo, jo. Das Signalkabel, das heißt hier, der hier geht nicht drüber, über das Draht. Und das donnern wir gleich einfach hier mit diesem Teil hinein. In die Erde, ja moin. Jetzt wird es verkabelt, das heißt, jetzt wird das Kabel an die Station mit angeklemmt, damit auch nachher das Signal hier drüber läuft. Das Erste, was er jetzt gerade macht, er koppelt sich mit seiner Station. Mhm. Die beiden legen jetzt ein Drahtsignal fest, das haben sie jetzt gemacht. Und jetzt gekoppelt, okay. So, wenn ich jetzt weitergehe, dann sagt er jetzt erstmal Rand abfahren. Er guckt sich jetzt an, wie wir das Kabel verlegt haben. Einfach zurücktreten. Ich trete zurück. Weil jetzt fährt er rückwärts raus und dann nach rechts rum. Geiles aufs Kabel. Fährt dann einmal am Kabel entlang. Und guckt sich das Ganze an. Ja, einfach mal gucken, ein bisschen gucken, ne? Nicht anfassen, nur gucken, meinte sie letztens auch zu mir. Abgaben? Ja, irgendwie geil. So, hier, das schaut schon ganz. Ja, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden, Tanky. Er kann einfach jetzt schon besser einparken als ich. Und dann gibt er gleich ein Signal, das hört sich so ein bisschen an wie R2-D2. Geil. Und dann schmeißt das Messer an. Da kommt's. Oha, er mäht einfach hier. Wie fasziniert wir einfach von so einem Rasenroboter sind. Richtiger Allmann-Haushalt jetzt. Wie ordentlich und versiert er da rangeht, so richtig mit System. Okay, Rasenroboter läuft amok, Freunde. Einfach wie live Bildschirmschoner, klar. Der macht uns jetzt so ein Zeichen, er schreibt uns jetzt etwas. Wie versiert der da wirklich über die Steine klettert, ne? Ich werde nicht sterben. Oh. Er wird immer dümmer jetzt. Oh. Jetzt ist er beleidigt, jetzt macht er gar nichts mehr. Wenn man ihm zu viel ärgert, dann haut er erstmal ab. Dann sucht er erstmal das Weiße. Und crazy. Macht er erst weiter. Wie cool das Teil ist. Die ist so cool. Das ist wie ich. Ich hau auch erstmal ab. So, wenn man so einen Rasenroboter hat, braucht man gar kein Haustier mehr. Oder keine Katze mehr oder so. Das ist so. Oder habt ihr immer eine Katze gesehen? Euer Rasenmähen, ne? Ja. Na, du kleiner Feini, ja? Was denkt er gerade? Man ist so abhängig davon, von den Maschinen. Das sind die krassesten Geschenke, einmal Weihnachten für uns. Also das für die Ecken, da überall, wo man nicht rankommt. Hier, ne? Dann kann ich, wie ich möchte halt, ne, in der Mitte stellen. Wegdrehen. Oh. Den Winkel, je nach Körpergröße. Oh, was ist da denn? Aber an der Stelle auf jeden Fall einen riesigen Dank an den lieben Dietmar da hinten, der uns den Rasenroboter einfach geschenkt hat. Einfach, weil er uns cool findet. Ich finde es so krass, wir werden sehr viel Spaß haben mit unserem neuen Kollegen. Wir haben ja keine Mitarbeiter mehr hier. Hast du auch noch nie erlebt hier, ne? Nee. 3 Tage sind vergangen. Und ich weiß immer noch nicht, wie du heißt, Digga. Alles voller Rasen, ey. Guck. Unlustig, ich weiß, das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, bitte. Du brauchst eine Identität, ja? Wie sagt man so schön, gib einem Roboter eine Identität und er tötet dich. Diese Warnzeichen. Stress. Du kleiner Feiner, ne? Oh, komm schon, ab. Oh. Nikotinpflaster abgemacht. Oh, wie willst du denn aussehen? Ich kriege auf jeden Fall gerade wunderbare Flashbacks, ne? Ja, mach jetzt mal ein Gesicht dran. Sagt Hallo zu unserem neuen Freund.
Das sieht doch recht niedlich aus. Ich muss da ehrlich sagen, ich finde, das ist als Mund schon sehr ausreichend, ja? Wenn ich da jetzt so Augen dran klebe, ja, oben hat er ja noch diese Schrauben, ne? Das könnten eigentlich auch die Augen sein, aber das ist so nah dran irgendwie. Minimalism. Der ist so ein bisschen traurig irgendwie gefühlt. Oder ich mache hier vorne so Augen. Das sieht eigentlich niedlicher aus, ne? Ja, genau. Der ist ein Chinese einfach. Ja, das ist gut, das ist richtig gut. Mach mal hier ab. So. Auch aus Singapur, Freunde. Ich finde, das sind sehr zielstrebige Augen. Also er ist sehr fokussiert, man sieht das halt auch an dem Blick. Wenn ich etwas anvisiere, mache ich meine Augen ja auch so ein bisschen kleiner, so. Und das finde ich passt ganz gut zu dir, Bro. Den braunen Sticker lassen wir aber dran. Ist ja ein Geschenk auch von Braun und von Dietmar. Ich habe einen Namen für dich. Leute, ich habe mir überlegt, Dietmar hat uns jetzt schon so viel geholfen und uns auch noch diesen Mähroboter geschenkt. Du wirst heißen. Und jetzt kommt's. Oh mein Gott! Nee, alles gut, Bruder. Ich nenne dich. Diet. Ja, einfach nur Diet. Ja, einfach Diet. Diet, weil er macht ja auch so. Wenn er anfängt zu mähen. Und es erinnert uns immer, wo du herkommst. Von dem lieben Dietmar. Deswegen heißt du Diet, Bro. So, das ist kein normaler Rasenroboter, ja? Das ist auch eine Kaffeemaschine. Dieser Roboter, um es in Fachwörtern auszudrücken, ist fucking sick. Der kann wirklich alles. Das zeigt so den Regensensor an. Das heißt, wenn es regnet, fährt er einfach wieder zurück und sagt, heute nicht. Arbeitsmoral, menschlich, würde ich sagen. Ein bisschen Gegendruck hier. Geht die Klappe easy auf. Was extremst nice ist bei diesem Roboter, er mäht so ein bisschen für eine Weile, fährt wieder zurück, lädt sich dann automatisch auf. Verteilt halt alles Kleingemähte über den Rasen und das Ganze wird dann als Dünger umgearbeitet. Das heißt, Rasenmähen wurde komplett geoutsourced. Ich finde das geil. Ich finde das richtig, richtig geil. Von meiner Seite aus können alles hier Roboter machen. Ich habe kein Problem damit. E-Move. Heute ist Dienstag, er fängt um 11 Uhr an zu mähen, hat noch 4 Stunden Restzeit. Automatik ist an, das heißt, er macht einfach sein Ding. Hier können wir auf Befehle gehen und dann haben wir hier oben nochmal verschiedene Befehle. Wir haben halt hier einen Stoppknopf, aber wir können auch hier zweimal draufdrücken und dann stoppt er. Wenn man die einpacken möchte, weil es zu kalt ist, weil der im Winter ja so oder so nichts zu mähen hat, dann schaltet man die Automatik aus. Momentan ist sie halt noch an. Hier kann ich auch mal direkt ein Mähen starten. Hier kann ich auch mal explizit einen Rand mähen, also unglaublich viele verschiedene Einstellungen, ja? Aber wir starten den einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Und zack. Der ist halt echt userfreundlich as hell gemacht. Oh, er kommt direkt raus. Komplett motiviert, ambitioniert. Ja, fein. Guck mal, wie er sich freut. Weil er wieder Gras bekommt. Dann fiebt er und mäht. Ich finde den voll süß. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich finde den süß. Man sieht jetzt nicht, was er mäht, weil der Rasen wurde jetzt schon sehr gründlich gemäht. Da gibt es nichts mehr zu schnibbeln. Zack, stopp. Richtiges Spielkind gerade, ey. Hier kann man nochmal die Schnitthöhe einstellen. Die haben wir letztens auf 7 gemacht, weil wir wollten, dass der Rasen so ein bisschen höher ist. Automatischer Betrieb fortsetzen. Ja. Oh, ey. Du bist dummes Stativ. Oh, er fiebt wieder. Das heißt, er fängt an, die Schere wieder auszufahren. Knapp, Bro, knapp. Sehr, sehr knapp. Hier ganz bewusst über die Steine, mäht nichts weg von den Steinen, macht nicht die Klingen kaputt. So. Und gönnt euch mal, der Rasen sieht schön aus. Ist einfach unglaublich schön. Wenn der mal eine Stelle ausgelassen hat, man kann doch nie böse nach ihm. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an, er sieht so süß aus. Du machst gar nichts mehr, oder? Danke auf jeden Fall auch nochmal an Braun, dass sie uns das Teil aufgebaut haben. Und das ging ja auch alles über Braun. Ich liebe es gerade so sehr, hier zu sein. Es ist unglaublich. Jetzt bitte ein dickes Ocher Alav. Weil Poolsong 2 kommt, Curly, Vince und ich sitzen schon dran. Den werden wir auch hier hochladen, auf dem Boolean Jam Channel. Gehört einfach hier hin. Gehört einfach hier hin, Freunde. Außerdem macht es keinen Sinn, auf dem Hauptchannel jetzt was hochzuladen gerade. Denn da kommt bald meine Ankündigung für OnlyFans. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie hoch das Tötungsgefahrenlevel ist. Falls ihr sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Scheiß drauf, ich mach's eh. Fahr mich an! Oh, fang mich an! Junge! Oh oh, oh oh! Nein! Digga! Was ist das? Der ist zu intelligent. Jetzt! Oh Gott! Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh!